Hi und willkommen zu Westmünsterland Barbecue. Heute gibt es mal ein Filmgericht und zwar von einem der coolsten Filme, die ich überhaupt kenne, nämlich Pulp Fiction. Stopp, es gibt nicht den Big Kahuna Burger. Nein, es gibt auch ein sehr, sehr cooles Ding, sage ich's mal, was, glaube ich, echt geil sein wird. Vor allen Dingen die Leute wissen es, die mich kennen. Freut euch mal drauf. Ja, was wir machen ist heute das Douglas Sirk Steak. In der Szene, als John Travolta mit Uma Thurman zusammen in dem Club am Tisch sitzen und die beide was zu essen bestellen, bestellt er sich das Douglas Sirk Steak. Der Name ist ein bisschen schwierig auszusprechen. Für die, die es nicht kennen, dazu gehörte ich auch, oder Douglas Sirk auch vor allen Dingen. Douglas Sirk heißt eigentlich Hans Detlef Sirk, war Deutscher, ist vor dem Krieg vor den Nazis in die USA geflüchtet und ist da bekannter und erfolgreicher Hollywood-Regisseur. Das kann man, glaube ich, besser sprechen, wenn man ein bisschen was getrunken hat. Gewesen. Und vor allen Dingen in den 50ern hat er viele Filme gemacht, von denen ich keinen kenne. Aber er soll sehr erfolgreich sein. Zumindest hat es dafür gereicht, ein Steak nach ihm zu benennen. Und das machen wir. Ja, was ist Grundlage dieses Steaks? Grundlage ist ein Filet. Deswegen haben wir hier ein schönes Filet-Mittelstück. Und daraus machen wir dieses kleine Steak. Hier haben wir noch ein bisschen Fett. Das kann man dran lassen, kann man abmachen. Das ist also jetzt nichts Dramatisches an Fett. Das Ganze ist recht einfach, aber ich vermute mal ziemlich effektvoll. Ich habe ja schon öfters ein bisschen experimentiert in der Richtung und scheinbar war ich doch schon auf einem ganz guten Weg. Wir werden es jetzt also auf jeden Fall erstmal ein wenig ölen. Das kann man machen, damit es nachher nicht so festklebt so schnell. Wir haben ja hier ein relativ mageres Stück. Von daher ölen wir das ein bisschen ein. Schadet nichts. Dann geben wir ein wenig Salz oben drauf und unten drunter. Nehmt euch dann gutes. Keine Angst vor zu viel Salz. Das kann schon einiges vertragen. So. Also Salz kann man vorher drauf machen, Pfeffer in jedem Fall nachher. Wir grillen es ja bei maximaler Temperatur an, deswegen würde Pfeffer sehr schnell verbrennen und bitter schmecken. Darum auf jeden Fall immer nachher pfeffern. Beim Salzen ist es egal, ob man es vorher oder nachher macht, wenn vorher, nicht länger als 20 Minuten vorher, weil sonst tatsächlich das Salz zu viel Feuchtigkeit aus dem Fleisch nach oben zieht. Aber so kurz davor bildet die hochgezogene Flüssigkeit mit dem Salz zusammen noch eine kleine Kruste oben. Ist eine andere Textur, sprich ein anderer Biss und ist reine Geschmackssache. Was jetzt noch nicht ganz unwichtig ist an dem ganzen Gericht, ist eine Teriyaki-Soße. Nehmt nicht irgendeine. Teriyaki-Soßen kann man echt ganz, ganz üble kaufen und ziemlich gute. Also ich nehme tatsächlich immer die mit dem gerösteten Knoblauch. Die duftet herrlich. Die ist auch ein bisschen dicker. Die kann man tatsächlich ganz gut verwenden. Kriege ich auch nichts für, dass ich euch diesen Rat gebe. Das ist einfach nur ein gut gemeinter Tipp. Ich benutze diese Teriyaki-Soße, wenn ich sie nicht selber mache, auch immer für meine Seminare. Und jetzt ziehen wir mal ein bisschen Soße auf eine Spritze auf. Ja, super. Nichts reingekommen. So geht das nicht. Moment. So, jetzt habe ich mir ein Schälchen geholt. Dürfte besser gehen. Da gebe ich jetzt die Soße einfach rein. Ich hoffe, die gerösteten oder die Knoblauchstücke stören gleich nicht. So, jetzt sehen, dass die Löcher alle unter Wasser sind. Blöd, da kommt nichts durch. Nochmal. Oh.
Verdammte Hacke. Ich mache das jetzt anders. Warte. Ich ziehe es jetzt so auf. Bzzzt. Super, jetzt kloppen sich die Katzen hier auch noch. So, also so 3 Esslöffel reichen schon aus. Sehr lecker. Vorsichtig mal bis zum Anschlag. Wenn es jetzt gleich zu weit ist, dann mache ich mich nass. Super. Ja. Wir sind soweit. Wir können jetzt endlich mal ein bisschen injizieren. Also die Spritze rein in das Steak und jetzt an verschiedenen Punkten von der Seite ein bisschen was reingeben. Alter Schwede. So reicht das schon. Ja, und so gehen wir es jetzt auf den Grill. Den Grill habe ich jetzt schon mal vorgeheizt auf maximale Temperatur. Dann grillen wir es erstmal schön scharf an. So, hier haben wir das gute Stück. Und das legen wir jetzt erstmal auf. Wie gesagt, der Grill ist schön auf maximale Temperatur. Jetzt erstmal hier auf den Grill 90 Sekunden. Danach drehen wir es ein bisschen 90 Sekunden. Und dann nochmal 90 Sekunden und dann das ganze Spektakel von der anderen Seite auch. Ihr seht es gleich. Das ist recht praktisch an so einem Grill. Oh, jetzt müssen wir es wenden. So, und jetzt seht ihr schon, es klebt eigentlich nicht fest. Nicht eigentlich, es klebt nicht fest. Wir drehen es einmal um 90 Grad und legen es nochmal auf. Und jetzt warten wir nochmal 90 Sekunden. Nochmal 90 Sekunden später drehen wir es jetzt einmal komplett um. Zack. Und ihr seht schon, eine schöne oder ein schönes Branding haben wir da jetzt oben drauf. Und so soll ein Steak auch aussehen. Ja, jetzt haben wir es insgesamt von 3 Minuten von beiden Seiten gegrillt. Und jetzt gehen wir es auf den indirekten Bereich hier in die andere Klappe. Wenn jetzt jemand natürlich jetzt nur eine Klappe hat, würde ich jetzt nur einen Brenner noch anlassen und das dann hier oben hinlegen, weit weg von der Hitzequelle. Thermometerchen rein. John Travolta isst gern blutig, aber blutig will ich es jetzt nicht essen. Auch wenn es dadurch vielleicht nicht mehr so original ist wie im Film, aber Medium Rare wäre schon cool. Also ungefähr 52 Grad, dann nehmen wir es raus. Wir sind bei 52 Grad und dann nehmen wir es auch mal schnell runter. So, das wird heiß. Was geht? Willkommene Wärme bei dem Wetter. So. Und da haben wir es jetzt liegen und es duftet tatsächlich super gut. Etwas Pfeffer werden wir natürlich noch drauf geben. Dann nehmen wir den Whisky-Pfeffer von Klaus. Ich glaube, der schmeckt ganz gut dazu. Und fertig ist das Ganze. Und dann müssen wir natürlich noch probieren. So, wir schneiden mal an. Es fällt natürlich durch das Messer. Herrlich. Und der Gargrad ist top. Und es sieht von innen natürlich auch sehr geil aus. Also, so sieht es von innen aus. Richtig schön. Es riecht auch echt nach Teriyaki-Soße, ist ja unglaublich. Ja, wir probieren mal. Mal rein damit. Also, der Geruch ist echt interessant. Mmh. 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 Super lecker. Sehr geil. Also, die Teriyaki-Soße, es hat was von einem Braten, also... Es schmeckt so ein bisschen nach Bratensoße irgendwie.
Total lecker, total stimmig. Die Teriyaki-Soße passt wirklich super gut zu dem Rindfleisch. Aber es hat echt was, ja, irgendwie geht es in Richtung Braten, keine Ahnung warum. Aber es schmeckt richtig, richtig gut und es duftet. Also es ist echt mal eine willkommene Abwechslung. John Travolta weiß, was schmeckt, offensichtlich. Oder der Regisseur von Pulp Fiction, eins von beiden. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Wenn ja, probiert es mal einfach aus. Ihr werdet sicherlich überrascht oder begeistert sein. Vor allen Dingen macht man, glaube ich, seinen Steak nicht jeden Tag so. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr mir einfach schreibt in den Kommentaren, wie es euch geschmeckt hat, wenn ihr es mal gemacht habt. Lasst es mich wissen. Gebt mir einen Daumen hoch, gebt mir einen freundlichen Kommentar und abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rolf. Ciao.